Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Wir wollen weiter hier an der Baumplantage arbeiten. Dafür müssen wir noch ein bisschen was einebnen. Und ich glaube, die Bäume... Was ist das? Oh, Erdbeeren. Erdbeeren, warte mal. Hier die Sichel. Damit kann man doch bestimmt... Okay. Ja, nee, man kriegt dafür keine. Okay. Ich habe gedacht, da kriegt man Samen für. Hier die Blümchen kann man mal mitnehmen. Ist ja nicht so schlimm. Da kann man ein bisschen unseren Garten verschönern. Und wir müssen hier noch ein bisschen etwas einebnen. Das könnte noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Wir wollen ja hier nicht so eine kleine Baumfarm haben, sondern da sollen ja auch ein paar Bäume drauf passen, ne? Und ich glaube, lass mich mal kurz gucken. Können wir dann... Nee, brauchen eine Kettensäge. Ich glaube, die sind immer noch nicht fertig. Nee. Die Bäumchen sind leider immer noch nicht fertig. Die können wir leider noch nicht fällen. Deswegen müssen wir uns, wenn wir mit einem Baum in die Quere kommen, drumherum arbeiten. Und hier habe ich wieder ein bisschen viel weggenommen, aber das ist ja nicht schlimm. So kriegen wir das alles gerade hier. Ist leider blöd, dass wir hier keine Maschine für haben, ne? Das wäre extrem hilfreich. Dann müssten wir hier nicht mit der Hake arbeiten. Aber leider gibt es sowas, glaube ich, nicht, ne? Ist sowas eventuell geplant? Kann man da schon was sagen? Dass so vielleicht noch Maschinen, was weiß ich, eine Raupe oder so? Weil Boote gibt es ja. Oder ein Boot zumindest, was motorisiert ist. Weiß man, ob da noch weitere motorisierte Fahrzeuge geplant sind oder... Das würde mich mal interessieren. Dann könnte man nämlich auch großflächig arbeiten. Das wäre ja schon cool, wenn es sowas dann später mal geben würde. Weil dann lohnen sich auch Straßen oder alles. Zum Beispiel, oder einfach nur Autos oder so, dass man schneller von A nach B kommt, um dann irgendwie größere Städte zu bauen und da mit dem Auto durchzufahren. Ein Handelssystem oder so. So. Jetzt muss ich gucken, hier muss ich auf jeden Fall auffüllen. Aber das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Um die Kuh hier rauszukriegen. So. Die Bäume schweben noch, oder? Die fallen ja jetzt nicht um, wenn ich da Erde drunter wegnehme. Ja, perfekt. So, dann könnte man auch noch weiter nach hier hinten gehen und das alles in die Länge ziehen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da gehen wollen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Dann können wir hier richtig schön eine richtig schöne große Fläche bearbeiten. Und da Bäume draufsetzen. Und wir gehen dann noch ein gutes Stückchen nach hier hinten. Auf jeden Fall. Ist hier manchmal Stein dazwischen, also... So, auf der Ebene ungefähr... Hier muss auf jeden Fall ein bisschen Erde weg. So, den Baum müssen wir aufpassen. Den machen wir dann von unten einfach. Graben wir einfach drunter durch. Hier genauso. Wir graben jetzt einfach unter den Bäumen durch. Dann brauchen wir nicht warten, bis die gewachsen sind. Und fällen die dann einfach von unten. Meine. Sollte ja funktionieren, ne? Hier muss auf jeden Fall noch ein ganz gutes... Das schwebt in der Luft, okay. Hoffentlich bleibt das nicht so. Hier ist eine Kettensäge. Die wollen wir nicht. Kann man das zufällig oder... Ne.
bisschen blöd. Aber gut. Vielleicht stört das ja nicht. Und doch, stört. Schwebendes Gras. Kann man das hier wegmachen vielleicht? Nee. Okay, dann pflanzen wieder oder setzen da wieder nochmal ein bisschen Erde hin. Und machen das dann. Guck mal, ob man das wegkriegen. So. Dann komm. Also, ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, dass ich was trinken muss. Nicht, dass wir hier wieder verdursten. So, jetzt versuchen wir nochmal ein bisschen Erde dahin zu setzen. Hier, das brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. So. Ah, jetzt. Perfekt. Jetzt können wir das alles wieder abbauen hier. Ja, mit dem schwebenden Gras. Ich habe nämlich keine Lust, noch das ganze Gras hier wegzumachen, alles einzeln. Das muss nicht unbedingt sein. So, ist hier alles weg. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Das brauchen wir alles nicht mehr. Ja, das sollte uns nicht stören, das Gras hier. Hier noch alles. Hier unten haben wir wieder zu viel weggenommen, da müssen wir gleich wieder ein bisschen auffüllen. Aber das können wir auch mit einem Rechen machen. Das ist ja nicht so tief. So, hier schwebt noch was in der Luft. Das nehmen wir mal mit. Und dann schnappen wir uns mal den Rechen und gleichen das alles wieder hier ein bisschen an. Oder hier und da mal ein bisschen. Arbeiten wir uns langsam nach vorne hier. Schönes Gras. Ist jetzt aber auch wieder weg. Hier. Und so bekommen wir langsam unsere ebene Fläche. Dauert halt alles ein bisschen, aber das macht ja nichts. Also hier unten haben wir auch noch ein Riesenloch, was weg muss. So. Jetzt sind wir ein bisschen tief gekommen, aber. Huch! Ja, alles sehr kurios hier auf der Welt. So, ja, das können wir auch noch ein bisschen einebnen. Müssen wir mal gucken. Ah, wir müssen hier sowieso alles ein bisschen was wegnehmen. Hier machen wir das kurz hier. Das hier. Hier kommt nämlich unser Weg lang. Ja. Müssen wir mal gucken. Das hatte ich jetzt eigentlich. Obwohl. Müssen wir mal gucken, ob wir den wegnehmen, den kleinen Hügel. Kümmern wir uns aber später drum. Ist jetzt nicht unser Hauptziel. Wir wollen ja hier hinten die Baumplantage eben kriegen. Mit dem Weg damit können wir uns dann später beschäftigen. Wir müssen ja mal gucken, es gibt bestimmt Zäune, ne? Erstmal dafür welche nehmen. Damit wir das ganze Ding hier auch einzäunen können. Ein bisschen, alles ein bisschen hübscher aussieht.
Das muss alles auch noch mal ein bisschen weg hier. Wenn wir das alles mit dem Rechen machen müssten, wäre nämlich scheiße. Das würde alles ein bisschen zu lange dauern. Was ist das eigentlich für ein Rechen? Eine Hake. Oh, gut, ist jetzt aus Stahl oder nicht? Ich weiß es nicht mehr, deswegen gehe ich gerade mal gucken. Ich will mal gucken, vielleicht gibt es ja auch eine aus Stahl. Oder vielleicht sogar ist das sie sogar aus Stahl. Und wenn wir die nicht aus Stahl haben, ob die nicht eventuell sogar ein bisschen besser ist. Hier müssen wir dran. Hake aus... Nee, das ist eine Hake. Spitzhacke. Für den Ackerbau vorzubereiten. Spitzhacke... Nee, scheint wohl die richtige zu sein. Werkzeug. Ja, nee, das sind Waffen. Ich wollte auf Werkzeuge. Holzhake, Hake. Und das war's. Also haben wir schon das Beste. Blöd, dass es hier nicht noch was gibt. Stahl. Das ist hier nicht irgendwie. Ah, das ist eine Hacke und wir haben eine Hake. So. Ja, gut. Sind wir hier umsonst hingelaufen, aber egal. Unseren Weg lang laufen. Und hier ist dann unsere zukünftige Baumplantage. So, also noch ein bisschen angleichen. Es ist ja Mordsarbeit, das alles hier einzukletten. Aber das lohnt sich, glaube ich. So, jetzt nehmen wir auch nochmal alles ein bisschen weg. Oh, hier ist auch ein Baum. Das können wir mit der Hake machen. So. Ganzen Würmer, wenn ich die alle einsammeln würde. Wir haben ja so schon genug. Und verbrauchen die nicht alle. Wir könnten auch mal wieder angeln gehen. Gucken, was wir finden. Aber momentan haben wir ja auch Essen genug, ne? Wir haben ja unseren kleinen Garten. Und mit dem lässt sich es eigentlich ganz gut regeln, also vom Essen her. Das Brokkoli, das ist sehr effektiv, habe ich festgestellt. Es gibt Flüssigkeit zurück und einiges an Essen. Also da muss ich schon sagen, das ist top. Da bräuchte ich mir eigentlich gar kein Fleisch. Aber ein bisschen haben wir, glaube ich, sogar noch. Also einiges an Fleisch. Was auch schon gebraten ist. Und das Gemüse, das musst du eigentlich nicht bearbeiten. Also das kannst du direkt ernten und essen. Das ist halt das Schöne daran. Klar, muss erstmal wachsen, ne? Man braucht Felder dafür, aber das ist ja jetzt nicht das Problem. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das dann mit dem Übergang machen. So. Das war's aber erstmal für die Folge. Wir haben heute ein bisschen was geschafft. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter. Und mal gucken, wie weit wir kommen und wie groß wir das ganze Ding überhaupt erst machen. Sollen ja ein paar Bäumchen draufpassen, deswegen denke ich mal, müssen wir noch ein bisschen einebnen. Und ich denke mal für die Zäune, wenn es welche gibt, ich weiß das gerade gar nicht aus dem Kopf, bräuchten wir dann Holz. Also wäre es ja dann auch sinnvoll, wenn die Bäume fertig sind, dass wir die dann gleich für den Zaun nutzen können. Und die Setzlinge dann gleich für unsere neue Plantage nutzen können. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es gerne und lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und macht's gut.